Ja, herzlich willkommen zum letzten Vortrag vor der Kaffeepause. Ich muss mich zunächst für meine Stimme etwas entschuldigen. Ich habe so einen kleinen penetranten grünen Frosch im Hals. Entschuldigung dafür, dass ich mich ab und zu mal räuspern muss. Ja, der Wunsch nach null Fehlern ist ja nicht neu. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, 1985 habe ich ein Praktikum gemacht während dem Studium, das war bei einem Lötanlagenhersteller, nicht bei dem, wo ich heute arbeite, bei einem anderen. Und da gab es von der Firma SEL in Stuttgart ein Projekt, das hieß die Null-Fehler-Fertigung. Ja, also, und jetzt sind wir 30, 32 Jahre älter und wir sprechen immer noch über Null-Fehler und haben das Ziel eigentlich immer noch nicht erreicht. So, also das zeigt schon irgendwo, dass das Thema ja sehr alt ist auf der einen Seite, aber auch nicht trivial, weil wir eben dem Ziel nur ganz, ganz mühsam und schwer nahe kommen. So, ich werde mich auch die nächsten 25 Minuten jetzt auf die Lötqualität beschränken. Ja, also ich spreche nicht über die Qualität des Endproduktes, sondern wirklich der Fokus geht auf die Qualität der Lötstellen. Bevor wir starten, zwei kurze Folien zur Firma ERSA. Unser Produktspektrum spannt sich über einen sehr, sehr breiten Bereich. Wir beginnen mit einfachen Netzlötkolben und der Bogen spannt sich dann über Lötstationen, Rework-Systeme bis hin in die Massenlöttechnik, Reflow, Welle, Selektiv und seit 8 Jahren auch über den Lotpastendruck. Ein paar Zahlen zu unserem Unternehmen. Wir sind aktuell bei der ERSA weltweit 450 Mitarbeiter und haben letztes Jahr einen Umsatz erwirtschaftet von 130 Millionen. Wir sind ja Teil des Kurz-ERSA-Konzernes. Da sind wir in Summe 1300 Mitarbeiter und haben im vergangenen Jahr 245 Millionen Umsatz erwirtschaftet. Gut, damit will ich es auch gut sein lassen zu unserem Konzern. Starten wir mit der Qualität, mit unseren Null-Fehlern. Zunächst mal die Frage, wie relevant ist eigentlich Qualität? Ja, die Frage muss sich natürlich jeder selber stellen. Das fängt natürlich ganz trivial an, wenn Sie zum Beispiel Spielzeug produzieren. Ja, wie relevant ist da die Qualität und vor allem, was passiert, wenn das Gerät kaputt geht? Ja. Der schlimmste Fall ist der Feldausfall, das ist der Worst Case. Es ist immer gut, wenn der Kunde wieder ins Haus kommt und nicht das Produkt. So, aber was passiert, wenn so ein Produkt kaputt geht? Ja, im Worst Case haben Sie da ein schreiendes Kind. Nach 10 Minuten ist die Welt wieder in Ordnung und alles ist gut. So, wenn Sie jetzt in einen anderen Bereich reingehen, zum Beispiel Medizintechnik, und Sie produzieren lebenserhaltende Systeme, dann sieht es schon ganz anders aus. Ja, wenn so eine Herz-Lungen-Maschine einen Patienten während einer OP am Leben erhält, dann sollte die Maschine die OP genauso überleben wie der Patient. Und wenn die Maschine versagt, ja, dann ist die Relevanz natürlich eine ganz andere. Ja, und dann tut es wirklich richtig weh. Dann hat es dramatische Folgen und das will man natürlich vermeiden. So, und jetzt muss man natürlich für sich selber, das müssen Sie entscheiden, ja, wo ziehen Sie da die Grenze zwischendrin? Ist das eine für Sie wichtig oder das andere? Weil es natürlich auch immer mit brutalen Kosten verbunden ist. Je mehr Aufwand Sie reinstecken in die Qualität, desto höher werden auch Ihre Kosten. Und das Ganze ist natürlich ja, wie so eine Kinderwippe. Wenn Sie die Kosten zu hoch schrauben und Sie produzieren dadurch eine einwandfreie Qualität, aber das Produkt wird zu teuer und keiner kauft es, dann haben Sie auch verloren. Ja, das sind ganz, ganz schwierige Entscheidungen. Und die Frage, die man sich einfach immer stellen muss, ja, stehen die Kosten für die Qualität in Relation zum Aufwand? Ja, und da wird es beim Löten auch ganz, ganz spannend. Und wie gesagt, ganz spannend ist die Grenze. Wo ziehen Sie die Grenze zwischen niedriger Qualität, hoher Qualität? So, die einfachste Null-Fehler-Strategie kommt auf der nächsten Folie. Wer arbeitet, macht Fehler, die zwei machen keine. Warum machen sie keine Fehler? Weil sie nichts arbeiten. Ja? Und diese Aussage, die da steht, die ist eigentlich ganz, ganz elementar. Ja? Wer arbeitet, macht Fehler. Und dazu gibt es ja, auch ein paar ganz dramatische Beispiele. Wenn Sie zum Beispiel diese German Wings-Katastrophe nehmen im vergangenen Jahr, ja, da ist ein Flugzeug, eine Maschine geflogen, einwandfrei, hat alles funktioniert.
So, und jetzt sitzt vorne im Cockpit eine Person, die durchdreht. Und was passiert ist, das wissen Sie alle, hat 150 Menschen ins Unglück gestürzt. Das ist die eine Seite der Medaille. Ja. Und dann nehmen Sie ein anderes Beispiel, zum Beispiel diese Notlandung von dieser Boeing auf dem Hudson River. Da hat auch die Maschine versagt. Und warum haben die 200 Personen überlebt? Weil vorne im Cockpit jemand saß, der sehr viel Erfahrung hatte und der dieses 200 Tonnen Segelflugzeug auf dem Hudson River sicher gelandet hat. So, und jetzt kommen Sie in eine ganz interessante Fragestellung rein, nämlich die, kontrolliert der Mensch die Maschine oder kontrolliert die Maschine den Menschen? Ja, und in beiden Beispielen sehen Sie jetzt schon, einmal wäre das eine gut gewesen und das andere mal das andere. So, und von daher ist die Erkenntnis, die man da hat eigentlich, man kann das Ganze drehen, wie man will. Der Mensch wird immer im Mittelpunkt von Qualitätsstrategien stehen. Ja, sie kommen um den Menschen einfach nicht herum. Und egal, wie sich ein Mensch entscheidet, was er für Entscheidungen trifft, der Faktor Mensch bleibt ihnen erhalten. Jetzt ist es auch kein Geheimnis, dass wir in der Elektronikfertigung zum Beispiel Arbeitskräfte durch Maschinen ersetzen. Ja, Arbeitskräfte kosten Geld, die brauchen Urlaub, die haben vielleicht morgens mal nicht so richtig ausgeschlafen. Das heißt, wir ersetzen den Menschen durch preisgekrönte Maschinen und jetzt ist alles gut. Könnte man meinen. Ja. So, aber jetzt muss man sich wieder die Frage stellen, sind diese Maschinen wirklich die Lösung oder laufen sie jetzt in andere Schwierigkeiten rein? Natürlich werden wir als Maschinenbauer sagen, natürlich sind die Maschinen die Lösung. Ja, wir leben ja davon, dass wir Maschinen verkaufen. So, aber was passiert, wenn Sie sich so eine hochkomplexe, hochflexible Maschine in die Fertigung stellen? Jetzt brauchen Sie natürlich auch Personal, das diese Maschine bedient, das die Maschine programmiert, das die Maschine wartet, damit diese Maschine zuverlässig ihre Arbeit verrichtet. Das heißt, jetzt verlagern Sie das eigentlich nur, der Mensch bleibt Ihnen erhalten, aber jetzt auf einem anderen Level. Ja, jetzt auf einmal ist der Mensch nicht mehr direkt für die Qualität verantwortlich, sondern indirekt, indem er die Maschine bedienen muss und warten und programmieren muss. So, und wenn man sich jetzt über die Maschinen oder mit den Maschinen auseinandersetzt, dann habe ich jetzt auf der einen Seite natürlich den Menschen, der die Maschine bedient und auf der anderen Seite natürlich muss ich mich jetzt auch mit der Maschine selbst auseinandersetzen. Wie fähig ist meine Maschine? Ja, nicht nur wie fähig sind die Mitarbeiter, nein, auch die Maschine muss fähig sein. Und da gibt es eben zwei Begriffe, die heute schon öfters gefallen sind, Maschinenfähigkeit und Prozessfähigkeit. Wie unterscheiden die sich nun bei einem Lötsystem? Die Maschinenfähigkeit ist ja so definiert, dass wir hier mit statistischen Methoden die Reproduzierbarkeit und die Stabilität nachweisen. Ja, wie stabil arbeitet eine Maschine, wie stabil werden Temperaturen reproduzierbar erzeugt, wie reproduzierbar sind Lötwellenhöhen und. So, und jetzt kommen wir zu der spannenden Frage Prozesssicherheit, ja, Prozessfähigkeit, Entschuldigung. So, und die Prozessfähigkeit ist ja so definiert, dass wir jetzt die Qualität des Prozesses statistisch auswerten. So, und das sind jetzt nicht so einfach wie beim Lotpastendruck zum Beispiel. Bei einem Lotpastendruck müssen Sie nur genau hinschauen mit einem Messmikroskop und Sie können aufs Mü genau messen, wo Ihr Lotpastendepot sitzt. Sitzt es genau auf meinem Pad, hat es 10 μ Versatz, das ist alles ganz einfach messbar. Wenn Sie in den 3D-Pasten, in die 3D-Pasteninspektion reingehen, können Sie sogar noch das Volumen bestimmen. So. Dann werden die Bauteile draufgesetzt und auch beim Bestücken ist es so, dass Sie die Bestückgenauigkeit messen können. Sie haben eine physikalische Größe und auch hier sind Sie in der Lage, aufs Mü genau zu messen, wo Ihr Bauteil sitzt. So, und jetzt läuft das Ganze durch den Reflow-Ofen und kommt hinten raus. Hoppla, da ist was passiert. Ja. So, und jetzt geht es um die Prozessfähigkeit dieses Ergebnisses, die Prozessfähigkeit des Endproduktes der Lötstelle. Und jetzt werden Sie auf einmal feststellen, auch wenn Ihr Reflow-Ofen hundertprozentig arbeitet, es gibt äußere Einflussgrößen hier, die nämlich von der Baugruppe kommen, die Sie jetzt im eigentlichen Lötprozess überhaupt nicht beeinflussen können.
Und jetzt ist die Frage die, wie beurteilen Sie das statistisch, ja, diese Prozessfähigkeit? Genau genommen können Sie es jetzt eigentlich gar nicht machen, weil Sie müssten jetzt, wenn Sie die Lötstelle messen wollen und statistisch auswerten wollen, müssten Sie jetzt das, was Ihnen die IPC A610 zum Beispiel vorgibt, wie eine Lötstelle aussehen soll, wie hoch das Lot gestiegen ist und so weiter, gibt es ja ganz genaue Vorschriften. Das müsste man jetzt genau genommen messen und dann könnten Sie die Lötstelle statistisch auswerten. Ja, so, das können Sie aber nicht. Und aus dem Grund, und es gibt sehr, sehr häufig heftige Diskussionen, ist die Aussage nach der Prozessfähigkeit von Lötprozessen, wenn Sie es genau nehmen, gar nicht möglich. Ja, weil das Ergebnis von äußeren Faktoren abhängig ist, die Sie im Lötprozess gar nicht erfassen können. Sie können die Benetzbarkeit zum Beispiel von der Leiterplatte im Lötprozess nicht messen. So, und wenn Sie sich diese äußeren Faktoren mal anschauen, dann ist das eine ganze Menge. Ja, das ist die Leiterplatte, das sind die Bauteile, das sind die Bediener, die irgendwas programmieren. Das ist der Prozess selbst mit seinen ganzen Materialien, mit Flussmitteln, mit Loten. Dann kommen die Anlagen natürlich, dann kommt aber auch das Umfeld. Wie sauber ist das Umfeld? Ist Staub ein Problem? Ja, hat man häufig in Osteuropa, in Asien, hat man sehr häufig mit Staub zu kämpfen oder mit hohen Luftfeuchtigkeiten, wenn die Fertigungen nicht klimatisiert sind. Das heißt, die Einflussfaktoren in der Löttechnik, die das Lötergebnis direkt beeinflussen, die sind sehr, sehr groß und sehr mannigfaltig und aus dem Grund wird das Löten dann schlussendlich doch sehr, sehr schwierig. Aber das Interessante daran ist, wenn wir jetzt bei dem Beispiel Leiterplatte und Leiterplattenoberfläche, Benetzbarkeit bleiben, ja, auch das ist wieder ein Prozess, der da irgendwo beim Leiterplattenhersteller läuft und auch dieser Prozess ist schlussendlich wieder von einem Menschen abhängig, weil der Mensch diesen Prozess am Laufen hält. Und so kommen Sie eigentlich um den Faktor Mensch in der Elektronikfertigung einfach nicht rum. Ja? So, was bedeutet es jetzt für Sie, wenn ein Lötfehler auftritt? Sie haben jetzt eine Leiterplatte gelötet, jetzt auf einmal ist irgendwas faul. Was Sie sehen, dieser Lötfehler, ist eigentlich immer nur die Wirkung. Ja, die Wirkung von irgendetwas, was nicht stimmt. So, und dieses Fehlerbild sagt erstmal überhaupt nichts aus über die Ursache, welche Ursache zu diesem Fehlerbild geführt hat. So, und beim Löten ist es nun sehr, sehr schwierig. Die Ursache kann in der Baugruppe zu suchen sein und die Ursache kann in der Lötanlage zu suchen sein. Die Baugruppe können wir ausschließen, weil wir die Baugruppe in der Lötanlage nicht untersuchen können. Das heißt, wir können uns beim Löten in Lötanlagen immer nur auf das konzentrieren, was wir in den Lötanlagen als physikalische Größen messen können. Und nur was Sie physikalisch messen können, können Sie auch mit einer Toleranz beaufschlagen und dann können Sie im Prozess gucken, ob diese Größe die Toleranzbereiche einhält oder ob die Toleranzen überschritten werden. Ja. So, und die Erkenntnis ist einfach die, dass diese maßgeblichen äußeren Parameter, die auch dazu beitragen, ja, wie zum Beispiel die Benetzbarkeit von der Leiterplattenoberfläche, der Aushärtegrad von Lötstopplacken, ja, Thema Lotperlen oder auch die Lötwärmebeständigkeit von irgendeinem Bauteil, das sind Dinge, die können Sie beim Löten oder während des Lötprozesses nicht erfassen, die müssen Sie vorher sicherstellen. So, und dieser Lötfehler hier, der kann durchaus durch fehlendes Flussmittel verursacht werden. Oder kann natürlich auch durch einen Fehler auf der Leiterplatte verursacht werden. Und das ist immer die Problematik bei der Löterei. Wenn der Fehler jetzt in der Baugruppe zu suchen ist, ist dann deswegen der Lötprozess, die Prozessfähigkeit schlecht. Ja, und da kann man jetzt drüber diskutieren, ja oder nein, möchte ich hier gar nicht vertiefen. So, sprechen wir jetzt aber über Dinge, die Sie messen können in den Lötanlagen und das nur beispielhaft jetzt für das Selektivlöten. Ich möchte jetzt nicht die ganzen Optionen vorlesen, die wir in den Maschinen verkaufen können. Wir haben heute sehr intelligente Kamerasysteme, sind keine steinzeitlichen Videokameras mehr, sondern es sind heute IP-Kameras, wo Sie die Daten 1:1 in Bildverarbeitungssystemen verarbeiten können. Wir können messen, ob die richtigen Lötdüsen in der Maschine sind. Wir können die Breite messen, also eine Rüstkontrolle durchführen.
Wir können auf 10 μ genau während dem Löten die Lötwellenhöhen messen und somit sicherstellen, dass die Lötwellenhöhe nicht differiert. Wir können das Ablaufverhalten von benetzbaren Düsen erfassen, können dann die Düsen aktivieren. Beim Fluxen zählen wir die Tröpfchen, die aus diesem Tintenstrahlfluxer da oben rauskommen. Ja. Wenn Sie Analoglichtschranken nehmen, können Sie sogar auf die Tropfenform schließen. Also das geht heute sehr, sehr weit, was Sie da erfassen können. Aber mehr können Sie in einem Lötsystem nicht machen. Ja, Sie können Temperaturen messen, Sie können diese physikalischen Größen erfassen und können so sicherstellen, dass die Lötmaschine auf einem sicheren Level arbeitet und dass vorgegebene Toleranzen nicht überschritten werden. Wenn sie überschritten werden, weil jemand zum Beispiel keine Wartung macht, dann kann die Maschine den Einlauf stoppen und kann das Signal absetzen, hallo, ich arbeite außerhalb des Bereiches, schau bitte nach, was passiert. Ja? So, aber die Benetzbarkeit von Leiterplatten zum Beispiel können wir in einem Lötsystem nicht erfassen. So, was können Sie auf Baugruppenlevel erfassen, bevor Sie jetzt in eine Lötanlage reinfahren? Auch da gibt es jetzt Kamerasysteme zum Beispiel, wo Sie in der Lage sind, Polaritäten zu erkennen. Ist ein Bauteil für eine Selektivlötanlage richtig bestückt oder ist es falschrum bestückt? Wir können prüfen, ob Bauteile vorhanden sind, ob Bauteile fehlen. Wir können prüfen, ob ein Bauteil gekippt ist, ja, ob das nebendran liegt. Wenn Sie Nutzen arbeiten, können wir feststellen, ob die Nutzen, ob es da Bad Boards dabei gibt. Ja, die müssen Sie dann nicht löten, dann sparen Sie Zeit zum Beispiel. Wir können Laufrichtungen kontrollieren. Hat die Person die Leiterplatte richtig rum eingelegt oder liegt die Leiterplatte falsch rum drin? Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo Sie jetzt auch auf der Baugruppe quasi kontrollieren können, ob alles, was Sie sehen, auch in Ordnung ist. So, wenn dann gelötet ist, wenn die Leiterplatte hinten aus dem Lötsystem rausläuft, dann gibt es auch wiederum Möglichkeiten, da mit Kamera sich alles anzugucken. Das heißt, dann haben Sie die Möglichkeit zu kontrollieren, ob das Ergebnis in Ordnung ist. Sie dokumentieren im Prinzip die Qualität. So, und wenn Sie dann zum Beispiel so eine Lötstelle sehen, da sehen Sie jetzt, okay, da ist jetzt irgendwas faul, da ist kein Meniskus entstanden an dieser Lötstelle. Dann können wir zwar nicht darauf reagieren, aber wir können dieses Ergebnis dokumentieren und wir können aufgrund dieses Ergebnisses Aktionen veranlassen. Ja, wir können signalisieren, dass auf diesem Board was nicht in Ordnung ist und Sie können dann entsprechende Maßnahmen einleiten. So, nächstes Thema, der Lotpastendruck. Beim Lotpastendruck ist heute eigentlich Standard, dass 3D-Inspektionen gefordert sind. Und da ist halt immer die Frage, führe ich jetzt die 3D-Inspektion außerhalb des Druckers durch? Wenn Sie rausgehen aus dem Drucker, brauchen Sie erstmal Stellfläche in der Fertigung für ein externes System. Sie haben dann eventuell auf dem Weg vom Drucker in das externe System schon 2, 3 Leiterplatten auf dem Weg, die eventuell auch schon falsch bedruckt sind, wenn jetzt im Drucker irgendwas faul sein sollte. Aus dem Grund sind wir jetzt den Weg gegangen und haben eine eigene 3D-Kamera entwickelt und haben diese 3D-Kamera in den Drucker integriert. Ja, das heißt, wir können jetzt, bevor wir drucken, erstmal mit der Kamera schauen, ob denn die Schablone in Ordnung ist, ob die richtig ausgelöst hat. Wir können die ganzen Offsets korrigieren und so weiter, die Sie brauchen, um die Schablone auszurichten. Eventuell kann man dann sogar vor dem Drucken noch eine Schablonenreinigung veranlassen, wenn man sieht, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Das heißt, dadurch, dass Sie die 3D-Inspektion in den Drucker integrieren, haben Sie eigentlich einen sehr, sehr großen Vorteil, weil Sie unmittelbar reagieren können, bevor Sie noch die Leiterplatte bedruckt haben. Wenn die Leiterplatte dann bedruckt ist, können Sie natürlich gleich das Ergebnis begutachten. Das ist eine extra Station, wo die Leiterplatte abgescannt wird und Sie können dann das Volumen der gedruckten Lotpastendepots sehr genau bestimmen. Das Gleiche gilt dann auch für den Bereich Rework. Keiner macht ja Fehler, aber trotzdem ist der Rework-Bereich bei uns ein Geschäftsbereich, der sehr, sehr gute Umsätze macht. Ich will jetzt da niemandem irgendetwas unterstellen. Aber was interessant ist, ist die Forderung, dass auch im Rework-Bereich die Forderung da ist nach der Vollautomation.
Ja, Rework-Prozesse sind häufig auch wiederum benutzergeführte Prozesse, wo jemand sitzt, der irgendetwas einstellt, der irgendein Bauteil abnimmt. Davon will man weg und auch da sind heute vollautomatische Lösungen verfügbar, wo ich einfach nur noch der Maschine sage, okay, dieses Bauteil bitte auslöten mit diesem Temperaturprofil und hier auf dem Vision-System nebendran liegt das neue Bauteil, bitte lötet es ein. Ja, man muss dann immer zwar noch, man hat ein paar manuelle Prozesse zwischendrin, aber die sind auf ein Minimum reduziert und auch, wie gesagt, im Rework-Bereich gibt es heute Lösungen, die eine Vollautomation zulassen. So, und dann gibt es die ganz exotischen Fehler in der Fertigung. Ja, und da habe ich mal so ein Beispiel mitgebracht, das wirklich passiert ist. Kunde ruft an, mit eurem Fluxer stimmt was nicht. Er schickt ein Bild. Naja, kann man meinen, lauter Eiszapfen, irgendwas stimmt da nicht. So, dann wird alles kontrolliert. Man kommt aber zu dem Schluss, dass in dieser Wellenlötmaschine, wo das passiert ist, in dem Fluxer eigentlich alles in Ordnung ist. Der Druck stimmt, die Menge stimmt, der Sprühstrahl ist vorhanden, die Vorratsmenge ist in Ordnung, aber trotzdem haben wir so ein Ergebnis hier. Ja, so, was war passiert? Der Bediener war ja, der deutschen Sprache nicht so mächtig. Er hat nur gesehen, Flussmittel ist in weißen Kanistern. Er hat einen weißen Kanister geholt und hat ein Kanisterreinigungsmedium in den Fluxer von der Wellenlötanlage gestellt. So, jetzt haben wir da schön Reinigungsmedium auf der Leiterplatte verteilt, war nur zu früh. Ja, das hätte man im nächsten Prozessschritt machen müssen. Ja, aber die interessante Frage, die man sich hier stellen muss, ist, wie vermeidet man solche Fehler? Ja, bringe ich jetzt an der Lötmaschine hier in dem Bereich einen Handscanner an und scanne das Label ein von der Kanne, die da reingestellt wird, ja, oder integriere ich jetzt in den Fluxer ein Infrarotspektrometer, um festzustellen, ob ich wirklich Flussmittel auftrage oder nicht, dann ist die Frage natürlich, sind Sie bereit, sowas zu bezahlen? Ja, und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt Aufwand und Kosten. Es wird immer irgendwas geben, ja, und wenn der Faktor Mensch jetzt die Kanne holen muss im Lager und er greift an den falschen Kanister und stellt die da rein, dann ist es einfach eine Fehlerquelle. Ja. Und unter den Umständen jetzt Fehler zu vermeiden, wirklich null Fehler zu produzieren, ist aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht der ERSA eigentlich nicht möglich. Ja, weil wir so viele Einflussgrößen haben, dass das sehr, sehr schwierig wird, alles auszuschließen. Wenn man sich aber ein bisschen mit der Zukunft beschäftigt, ja, dann ist die Lösung vielleicht auf dem Weg. Es gibt die künstliche Intelligenz. Ja. Machine Learning ist jetzt Machine Learning die Chance, die uns aus diesem Schlamassel herausführt. Ja. Es gibt den Watson von IBM, eine sehr mächtige Software. Es gibt AlphaGo, diese Software, die DeepMind programmiert hat, eine Google-Tochter. Mit der Software haben sie den Go-Weltmeister besiegt, ja, ein Spiel, wo man Intuitionen braucht. Ja, die Software hat es geschafft, Hut ab. Es gibt die gruselige Cortana von Microsoft, ja, die dann auch immer fragt, was möchtest du denn jetzt tun mit meinem Rechner? Das sind erstmal, ja, wie soll ich sagen, Softwaremonster und diese Softwaremonster, die müssen sie erstmal mit Daten füttern, dass die überhaupt eine Basis haben, solche Entscheidungen zu treffen. Und jetzt ist die spannende Frage, wo sollen die Daten herkommen? Natürlich über das Lernen, aber Sie müssen die Daten bereitstellen in einer Form, in der die Software diese dann verarbeiten kann. Ja, und gleichzeitig müssen wir dann aufpassen, dass diese menschenähnlichen Maschinen nicht irgendwann dann so abdriften wie der HAL 9000 in 2001, The Space Odyssey, wo ihn der Astronaut abschalten wollte und er hat dann gesagt, das kann er nicht akzeptieren. Ja. Also das müssen wir vermeiden, dass wir dann irgendwann Lötmaschinen bauen, die dann sagen, das jetzt, ich möchte, dass du mich korrigierst oder mich abschaltest. Also da ist die Gefahr dann doch etwas groß. So, aber die viel interessantere Frage ist, ja, die wir uns als kleine KMUs stellen müssen, ja, vielleicht auch die Firma Eutect oder wir, können wir als kleine KMUs das überhaupt stemmen, solche mächtigen Softwarepakete in unsere Anlagensteuerung zu integrieren? In welcher Form auch immer. Ja. Haben wir überhaupt die Kapazitäten, um sowas auszuführen? Das ist so, ja, die Frage, wo wir uns
sehr intensiv damit auseinandersetzen, wo wir zumindest sehr genau hinschauen, wo die Entwicklung hingeht. Natürlich wäre es sehr interessant, Ihnen Assistenten an die Hand zu geben, ja, die Sie bei, zum Beispiel bei der Erstellung von Lötprogrammen unterstützten. So, ein kurzer Ausblick. Wo geht die Reise hin? Wir haben gelernt, dass die Qualität von Lötstellen ja, von äußeren Einflussfaktoren abhängig ist, die sehr, sehr schwer zu messen sind. Ja, wie messen Sie die Benetzbarkeit einer Leiterplatte im Wareneingang? Und wenn Sie 1000 Leiterplatten geliefert bekommen, Sie können ja auch nur Stichproben machen. So, nehmen Sie jetzt die Stichprobe aus der ersten Verpackung und aus der letzten, oder nehmen Sie die Stichprobe in der Mitte irgendwo raus, da fängt es schon an. Ja, also diese Faktoren alle zu erfassen, um wirklich den letzten Fehler auszuschließen, das wird sehr, sehr spannend werden. So, auf der anderen Seite sind für Lötsysteme sehr, sehr viele Lösungen verfügbar, wo Sie Größen und wichtige Parameter in der Maschine überwachen können. Und wenn diese Parameter überschritten werden, wenn die Toleranzgrenzen überschritten werden, dass dann eine Meldung erfolgt. Ja? So, das gibt's. Was aber sehr viel ja, wichtiger ist eigentlich, das ist diese Annäherung an diese Null-Fehler-Grenze. Die ist sehr, sehr arbeits- und kostenintensiv. Ja, und jeder, der 6-Sigma-Prozesse am Laufen hat, ja, der weiß, was das heißt. Sie brauchen, wenn Sie solche Strategien umsetzen wollen, messbare Prozesse. Sie müssen diese Prozesse auswerten mit statistischen Methoden. Sie brauchen Regelschleifen, dass Sie sehen, wenn jetzt irgendwas abdriftet, bevor es zum Fehler führt, müssen Sie korrigieren. Ja, und das ist nicht mal irgendwann einfach gemacht, sondern das sind permanente Prozesse, die Sie leben müssen. Jede Stunde, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, und darüber muss man sich im Klaren sein. Und dann muss man sich ab und zu einfach mal die Frage stellen, wie ist es denn mit einer konservativen Therapie, wie in der Medizin, was passiert denn, wenn ich gar nichts mache? Ja, das ist natürlich der andere Extremfall, hängt natürlich wieder davon ab, was Sie für Produkte schlussendlich produzieren. Ja, und aus dem Grund ist der Weg eigentlich unser Ziel zu diesem Null-Fehler-Horizont. Sie müssen nur aufpassen, dass der Weg, den Sie beschreiten, eine fest asphaltierte Straße ist und dass das keine Schotterwege sind, auf denen Sie ständig sich die Füße verknacksen. Und da sind zum Beispiel Standardprozesse ganz, ganz wichtig, ja, dass Sie sich nicht auf exotisches Terrain begeben, sondern verwenden Sie Standardprozesse, die bekannt sind, die kontrollierbar sind. Und unter diesen Gesichtspunkten freuen wir uns dann auch, wenn wir Sie auf diesem Weg begleiten dürfen. Und damit bedanke ich mich, dass Sie mir zugehört haben.